Und ihr, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, willkommen zurück zu einer weiteren wunderbaren Folge von den Schultests. Wir kennen es alle. Ihr habt euch letztes Mal ziemlich über mich amüsiert, weil ich angeblich in den Schultests, ne, von der Grundschule nicht so gut war. Und ich möchte jetzt nochmal sagen, erste Klasse ist mein Ding. Ihr seht hier, ich hatte eine 2-3. Heute gibt es nämlich einen Mathe-Test. Zahlen bis 20. Ich kann im Prinzip Sachaufgaben. Ich brauche nicht mal Zahlen bis 20. Alles klar. Seid ihr bereit dafür? Ich nehme mich auch. In einer Schulklasse sind 20 Kinder. 10 davon sind Buben. Oh Gott, Alter, der Test ist von 1980, Mann. Wie viele davon sind Mädchen? 10. RIP. Was geht? 1-0. In Opas Teich sind 10 Frösche. Besonders laut quaken 8. Wie viele sind leise? 2. Get wrecked. Yo. Im Bus sitzen 40 Fahrgäste, an der Endhaltestelle kommen 20 an. Wie viele Fahrgäste sind ausgestiegen? Is 20. Nein, nein, oh! Ich habe mich nur vertippt. 20. Ist richtig! Im Wasser schwimmen 13 Enten, 4 tauchen unter. Wie viele Enten sind oben? Ich schwöre 9. Ich musste tatsächlich kaum darüber nachdenken. Easy. Es geht! Lehrerin kauft 12 Scheren, 2 Kleber und 3 Bleistifte. Wie viele Dinge? 15. Nee. Falsch. Oh! Falle. 17 Dinge. Weiter geht's. Zaza. Im Bus sitzen 15 Erwachsene, 3 Kinder. 6, 7, 18, 20. Wie viele Menschen? Oh. 16, 17, 18. 18. Puh, ich brauche definitiv viel zu lange für diese Aufgaben, Mann. Oh Mann, das ist richtig peinlich. Ordne die Geldbeträge richtig zu. Das sind 5 Euro. Okay, das sind 5 Euro. Ja, knappes Ding, ne? Haben wir nicht gehört. 2, 4, 6, 8 Euro. Oh, ja, ja. Oh Gott, Alter, Combo, Digga, was geht? 7. Mehr, Alter, wie übertreibt. Ordne die 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ich könnte an der Kasse arbeiten. Oh Gott, jetzt 5 Euro. Das sind 5 Euro. Oh, 6 Euro sind das da. Hab alles. 8 Euro. Ey, ich schwöre, und das jetzt. Ei, erste Klasse. Ei, was geht? Ei. Ordne richtig zu. Okay, ich muss sagen, das ist schon einfach, ne? Also nicht, dass das jemand jetzt gedacht hätte, aber es ist tatsächlich machbar. Also ich finde es komplett überschaubar und deswegen muss ich auch sagen, ich rock das Ding hier. Zauberer zaubert 4 Hasen aus dem Hut, später zaubert er noch 6 Vögel und 7 Mäuse. Wie viele Tiere? 4, 17. Böhm! Hä? 3 Fahrräder, 2 Autos, 5. Skit! Was? Was? Räder, ich hab die nicht richtig gelesen. Wie kann das sein? Was ist denn mein Leben? Na! Wie viele Geschichten habe ich noch nicht gehört? 4. Im Bus sitzen 20 Fahrgäste. Da steigen 6 aus und 4 steigen dazu. 18 fahren weiter. Fertig. Nina, ich war also 27, sie kauft sich ein Meerschweinchen für 8 Euro. Was ist das denn für... Wie teuer sind denn Meerschweinchen? Wie... Schreibt mal Meerschweinchen. Meerschweinchen kaufen. Deine Tierwelt. 25 Euro. Digga, was geht denn, Alter, bei Nina ab? Die hat den übelsten Schwarzmarkt für komische Meerschweinchen entdeckt. Alter, die kosten ja nix. Du kannst ja potenziell jeden Tag so ein Meerschweinchen holen und was Lustiges damit machen. Nein. Liebe Assi-YouTuber, ich weiß, dass ihr zuguckt. Ich weiß, ich bin das Mecker für Assi-YouTuber. Okay, Nina. Du, 7, 9, 19. Easy. Monika spart 13 Euro und 5. Wie viel Euro hat sie? 6, 8. Gott, ey, die Zahlen immer nebeneinander und so. Wer macht das denn auch mit so vielen Zahlen, ey? Nino hat zu Hause 7 Drachen. Hä? Moment, das ist eine Fun-Frage. Nino hat zu Hause 7 Drachen. Lolli hat doppelt so viele. Wie viele Drachen hat Nino? Nino hat 7. Was steht hier? Jesus Schamlippen, Spanien, Rekarnation, 15. Casual Suchergebnisse auf. Hier 7 hat er.
Was ist das denn für eine Rechenaufgabe? Das war doch nur, um einen zu verarschen. Da lernt man doch nichts. Nur, dass man im Leben oft auf die Schnauze fällt. Das ist mir noch nie passiert. In der Dose sind 20 Büroklammern auf jeden. Zuerst verbraucht die Lehrerin 3 Klammern und später noch 6. Wie viele Klammern sind noch in der Dose? Also 9 abziehen sind 11. Dicker. Ninas Meerschweinchen. Schon wieder? Warum hat denn Nina so viele Meerschweinchen? Jetzt hat sie erst eins gekauft auf den derbsten Schwarzmärkten der Welt. Entschuldigung, wir müssen uns mal mit diesen Sachaufgaben auseinandersetzen. Ich sehe hier Sachen, die anscheinend keiner sieht. Der komische Typ, höchstwahrscheinlich der Bruder bei Nina, Nino, die sind höchstwahrscheinlich verwandt. Der Typ hat einfach fucking Drachen zu Hause und die hat einen Schwarzmarkt für Meerschweinchen und ich soll hier irgendwelche Beine berechnen. Wir müssen mal an den Tatsachen auf den Grund gehen und sagen, in der ersten Klasse, die haben alle Dreck am Stecken, Digga. Die haben alle, wenn ihr in der ersten Klasse seht, einfach weglaufen. Alter, ich schwöre euch, der guckt euch an und dann zack, zack, werdet ihr vom Meerschweinchen gegessen in der Nacht. Zack, zack, einfach so. Und ihr wisst nicht, was passiert ist, weil dann spürt ihr nur so kleine Beinchen und dann kommt euch einfach ein Meerschweinchen tot. Ninas Meerschweinchen haben zusammen 12 Beine. Wie viele Meerschweinchen hat sie? So, gehen wir mal davon aus, dass kein Meerschweinchen ein Piratenmeerschweinchen ist, weil alle wissen, ne, Piratenmeerschweinchen haben 3 Beine und ein Holzbein. Deswegen macht ihr mal 4 durch 12 sind 4, 8, 3. Das sind hier Nina und Nino, Alter. Ich sehe es hier schon kommen, ey. Die beiden kommen direkt aus der Hölle. Im Bus sind 9 Frauen und doppelt so viele Kinder. Wie viele Kinder sind im Bus? 18 natürlich. So, im Bus sind 6 Leute, steigen 7 ein. Wie viele sind im Bus? 13. Ich bin ein Fotograf, der das Frettchen nicht trifft. Endlich! Wie kann man aber, wenn man eine Frage falsch hat, einfach eine 1,9 haben, Mann, ey? Aber ich bin besser als der durch. Ihr verdammten Erstklässler. Ich bin viel besser, Mann. Ich würde mal sagen, wir steigern uns ein bisschen. Und zwar jetzt 2. Klasse Mathematik, weil, oh, Alter, Zahlen bis 100. Ich schwöre, was geht denn ab? Größen. Da bin ich dabei. Die ganze Pizza. Okay, kostet 16 Euro. Wie viel kostet dieses Teil? Zunächst mal möchte ich sagen, welches Teil? Weil, ist das Teil hier da rausgenommen oder ist das Teil hier das, was wir suchen? Weil das Teil passt ja gar nicht hier rein. Dann würde ich sagen, du hast dir eine ziemlich dumme Pizza gekauft, weil es ergibt ja gar keinen Sinn. Ne? Also ein Viertel ist weg, dementsprechend 4, 8, 12, 16 kostet das 12 Euro. Wie viele Eier fehlen in der Schachtel? 3. Es sind 6 Eier kaputt gegangen. Ja. 9 Eier sind ganz geblieben. 1, falsch. Es sind 10 Eier ganz geblieben. In einen Zug steigen 27 Personen ein. Oh. Jetzt sind 63 Personen im Zug. Wie viel waren vorher drin? 27 minus 63. Oh, minus rechnen. Nicht gut. Oh, das tut weh im Kopf. 7, 3 von 27 runter sind 26, 25, 24. 24 minus 60 sind erstmal 50 und 40 weg. Und dann haben wir noch 4, sind 36. 30 Eier sind ganz geblieben. Ich zähle das doch nicht. 10, 15, ja. Wie viel Geld ist es? Hä? Das ist... Ich check die Frage nicht. Warum verstehe ich das nicht? Das ist Grundschule, 2. Klasse. Ich verstehe es nicht. Das sind 11,11 Euro. Und hier steht nicht 11,11 Euro. Ich verstehe es nicht. Das macht gar keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Wenn ich jemals Kinder habe, kann ich ihnen nicht in der Schule helfen. 12 Euro. Warum? Verstehe ich nicht. Was habe ich denn gemacht? Warum muss ich jetzt wieder Eier zählen? Wie viele Eier siehst du? 9. 5 Eier sind kaputt. Falsch. Im Museum sind 13 Personen. 2 gehen heim. 2 gehen hinein, 15 kommen wieder raus. Wie viele Personen sind im Museum? 0. Ha, wie immer. Die ganze Pizza kostet 16 Euro. Wie viel kostet dieses eine Stück? 4. Bezahle mit möglichst wenig Scheinen. Hä? Dann habe ich 3 20-Euro-Scheine. Ich verstehe es wieder falsch. Oh mein Gott, das ist so unangenehm. Das kann nicht sein. Ach so, die muss ich zusammen... Oh. In dem Museum sind 52 Personen. 3 Personen gehen rein.
55, 14 kommen raus. 41. Die ganze Pizza kostet 16 Euro. Wie viel kostet das Teil? Ah, 2. Keine Ahnung, müsste kleiner sein, war ein kleineres Stück. Welche Frage passt zu der Rechenaufgabe? In der Bäckerei kauft Jonas ein Brot für 3 Euro und 2 Stücke Torte für je 2 Euro. Wie viel muss Jonas bezahlen? Zahlen. Welche Zahl ist hier dargestellt? Hä? Aber das sind Punkte und Striche? Ich verstehe es nicht. 4,3. Auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich muss aufdecken. Ich check's nicht. 4. Als ob das nur eine 4 ist. Hä? Ich check's nicht. Lösung aufdecken. Ich check. Ich hab's nicht gecheckt. Also dann war es doch 4,3. Ich bin so dumm. Familie Wein. Genau, klar. Fährt zum Einkauf. Was wollen die Wein? Samstagnachmittags um 13.45 Uhr fahren sie los. Um 13.58 Uhr kommen sie im Einkaufszentrum an. Sebastian bekommt eine neue Hose für 27 Euro, Monika einen Pulli für 21 Euro, Alina Socken für 2 Euro sowie ein Haargummi und eine Haarspange. Welche Fragen kannst du beantworten? Wie viele Einzelteile kauft Familie Wein ein? Klar. Wann fährt Familie Wein zurück? Nein. Was kostet die Haarspange? Was? Wie viele Kinder die hat? Ne, ja. Wie lange fahren die zum Einkaufszentrum? Und wie viel... Ja. Aber ich hab's trotzdem jetzt wieder falsch, Mann. Die ganze Zeit Eier fragen. Was ist denn los mit den Eiern, Mann? Wenn man kaputte und ganze Eier zusammenzählt, sind es 15 Stück. Das ist komplett falsch. Das sehe ich von hier. Das sind 16 Stück. Bezahle 73 Euro mit möglichst wenig Scheinen und Münzen. Ah. 50 Euro. Easy. Und dann mache ich 20 Euro. Ah, okay, ich verstehe. 2 Euro und 1 Euro. Fertig. Im Zug sitzen 23 Personen. Aha, ich kenne mich jetzt inzwischen aus mit Zügen. Ich bin fast schon Transporter. 12 steigen aus. 17 steigen... Nee, 12 steigen ein. Sind... 35, 17 gehen raus, sind 18. Geil. Ich bin besser als der Durchschnitt und ich bin Luftmatratzenverkäufer am Strand oder was. Ey, ich schwöre, diese Webseite ist einfach da, um mich zu hassen. Das ist nicht mehr okay. Leute, Mathematik-Grundschultests. Nie wieder. Wenn endlich mal der Tag kommt, an dem ich eine verdammte 1-0 in einem schweren Test kriege, dann... Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen brennenden Daumen nach oben da und ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Schultest wieder. Schreibt mir in die Kommentare, was ich machen soll. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like meinen Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss!